Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir haben Onkel Ken gerettet. Yay! Und er begibt sich jetzt zurück nach Far Harbor. Aber wir noch nicht so ganz, denn wir möchten gerne noch ein paar andere Sachen machen. Unter anderem auch hier Meyerlurk-Band zu suchen und den Nebel zurückdrängen. Sichere die Sägemühle am Echo-Lag. Gut, das tun wir mal weg. Das auch mal kurz, dass wir die beiden hier haben. So, wo müssen wir da jetzt bitte hin? Alle beide führen, aha, okay, da und dort. Okay, das heißt zuerst hier hin. Das heißt, wir porten uns mal dahin. So, und gehen das kleine Stückchen mal runter. So, dann würde ich sagen, machen wir zuerst das mit der Bertha, mit der kleinen Bertha. Und dann werden wir die Meyerlurk-Panzer holen. So, da werden wir zuerst die optionalen Sachen abgeben und dann die anderen beiden. So würde ich es mal vorschlagen. Also ab in diese Richtung. Das ist dann schon mal auf jeden Fall richtig. Wenn wir das nächste Mal in der Vault sind, werde ich auch ein bisschen ein paar neue Nuka-Cola-Rezepte uns verkochen, also mit denen halt kochen, damit wir besseres... Na, ich will nicht. Schnell weg. Damit wir bessere Sachen zum Heilen haben. Jo. Die Getränke einzeln bringen sich nicht so viel, wie wenn man sie verkocht. Beziehungsweise mischt. In dem Fall tut man die nicht kochen. Eher mixen, ne? Mixen. Bär! Ich habe jetzt nur eine Schnauze gesehen und was Grünes, leicht Grünes, Vergammeltes. Und dann ist es mir auch schon angesprungen, das Viech. Jo. So, Bär liegt kaputt. Ist er in Ordnung? Ja. Gut, dann gehen wir weiter. So. Hast du eine Pflanze zu mitnehmen? Nö. Langsam. Was haben wir denn da? Angelnde Gartenzwerge. Jetzt haben wir alles gesehen. Angelnde Gartenzwerge. Ja. Wir haben in der Tat alles gesehen. Unglaublich. Ich das. Ah ja. Auch in der heutigen Zeit sind Leute immer noch kreativ mit dem wenigen, was sie haben. Edda! Du dürftest mir dabei helfen, wirklich. Einer. Ja, toll. Ja, wir bringen das zu Ende. Irgendwie. Sehr gut. Der ist vor allem jetzt kopflos. Lass mal das. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nix. So. Gern mit. Ein paar Patrönchens. Kann man das Zelt benutzen? Tatsächlich, man könnte es echt benutzen. Lol. Aber wer baut bitte hier draußen solche unstabilen Sachen auf? Die können unmöglich 200 Jahre alt sein, oder? Also seit 200 Jahren hier stehen. Hier kann man nicht campen in der heutigen Zeit. Das ist generell ungesund. Mit Bierkisten, ja, da darfst du nicht wundern, wenn es dann verreckst, ne? Also hier in Fallout, ne? Ein Scheißhaus. Mit Zwerge. Geh bitte zu.
Bleh. Naja. Uff. Das ein, der einzige Nachteil, den es hier gibt, ist, dass es kein Klopapier mehr gibt. Also ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Also gebt hier in Vorlaut niemand eure Hand. Ja, aus Sicherheitsgründen. Für die Gesundheit. Da muss es so stinken, ey. So, wie komme ich da jetzt zu dem Haus? Ja, so geht's auch. Aha. Hier war mal ein Geschäft. Dasselbe auch hier. Kaffee. Boah, wäre jetzt Kaffee geil. Muss man sofort eine Tasse holen. Sofort, sofort eine Tasse. Ja, das machen wir auf. Ich glaube nicht, dass dem Staat noch die Steuern interessieren, die hier drinnen versteckt sind. Noch oder so. Ja. Ja, hallo. Bricht nicht immer ab. Klumpert. So, geht ja. Einsteigerschloss und zwei Sachen. Wieso tut man da Patronen rein in die Kasse? Und verschlossen. Wenn da wer kommt, kannst du da mal nachladen. Ja. Boah. Jö, ist das hell. Puh. Nein, fast. Nein. Jetzt. Sauber. Da ist sonst nichts. Boah, ist das hell hier. Die Sägemühle. So. Das wär's. Katsching, katschang. So. Ach so, das war damals mit den leeren Milchflaschen, ne? Da hat man so ein Baseball oder so gehabt, dann konnte man die da hinten runterschießen. Und wenn du das alles, wenn du das geschafft hast, alle Flaschen umzuhauen, hast einen Preis bekommen, ne? So irgendwie. Einen Preis. Der Preis ist heiß. Ein Stadion? Wofür? Was hat man hier aufgeführt? Oh, ein wilder Ghoul. Wie viel denn er? Oh. Jawohl. Bam, bam, bam. Au. Au. Scheißerl! Die Äther haut einfach mal in die Fresse, ne? Ach, die Äther! Huch! Da hat's ihn gut, hat's ihn umgehauen. Jo! Was haben wir hier noch drin? Boah. Irgendwas steht gerade auf. Ah, da. Du bist so ein dämlicher Ghoul. Echt Wahnsinn. Ja, keine Ahnung, wo die anderen sind. Ah, da. Hallo. Rennt gleich mal neben mir vorbei, ne? Hallo. Bam, 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 bam. So. Des Mutantentöters. Raketenwerfer verursacht 50% mehr Schaden gegen Supermutanten. Boah, das ist so eine schlecht. Ah, da kommt ja noch wer. So, das nehmen wir auch mit. Haben wir es da jetzt mal? Glühbirnchen, die kann man immer brauchen. So. Nehmen wir das noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Baumwollgarn. Aha. Dap, 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 dap. Dap, dap, dap.
Ich bin schon wieder voll wie ein Christbaum. Edda! Bitte schleppen helfen. Meine Gute. So, also das und das und das. Den kannst du mal haben. Den und das da. Das hier. Das und das. Und natürlich den Schrott wieder. So, fertig. Danke. So, dann können wir schon wieder schleppen wie die Bösen. So, tap. Menü? Achso, okay, das war gerade ein Bug. Ein Boogie-Anzeige, so schnell gelootet, dass ich das Spiel gar nicht mitbekommen habe, dass es schon im Inventar ist. Das Zahnrad. So, fertig. Fertig. Was haben wir denn da oben noch Schönes? Außer alles kaputt. Boah, da gibt's Klumpert. Ist ja Wahnsinn, sowas. Der Fralle steht was auf. Hallo! Hallo! Du hast überhaupt keine Manieren, du Klumpert. Oh, ist der Arm weg? Das ist so ein Pech, ha? Jetzt ist der Arm weg. So ein Pech. So. Haben wir da noch was? Was, wo, wer? Was, wo, wer? Hä? Edda, ich sehe aber keinen. Ah, da oben. Super. Der war schön. Gewaltprotokolle. So weit sind wir schon. Da oben ist auch einer. Kommt eine Rakete geflogen, setzt sich nieder auf dein Schoß, dann hat's Bum Bum gemacht und ein Loch ist im Kopf. La la la, la la la. Na nü, wo ist er denn hin? Hallo, da sind sie ja, die Gradler. Hallo. Bum. Was, das hat nichts gebracht? Okay. Bum Bum, leuchtendes Lumpi von einem Pool. La 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 la. Hui, der verhaut mir aber ganz schön. Da ba da ba da ba da ba da bam bam boing bang. Kaputt ist er. So, und sauber ist. Wow. So. Da wird sich die Kleine aber freuen. Babyrassel. Mhm. Der Ernter. Chance auf Taumeln bei Treffer. Kronkorken und ein paar Klumpi noch. Wie schön. Da ist noch was. Schrank ist leer. Gut. Das heißt, wir sind hier fertig. Fein. Das heißt, wir gehen da runter. Das heißt, wir müssen da raus. Das heißt, ich fall da runter. Hui, der K. Boom, hat's gemacht. So. Wir müssen nicht da entlang. Da irgendwo entlang. Da so. Ich hänge fest. Das ist richtig. Och, wie wunderschön. Verdi! 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 Verdi kaputt. Nichts mehr mit Wind. Doch, jetzt macht er Winterschlaf. Er ist nicht kaputt, er macht nur Winterschlaf. Das war mal ein Haus. Da schaut's aus. Ein kleines Anglerhäuschen.
Bombe, Bombe. Noch mehr Bomben. Warum? Ach, am Boden. Kruzifix. Hätte ich entschärfen können. Himmelsseid. Was fluchst du denn schon wieder, Zocki? Ja, tut mir leid. So. Heute habe ich es mit den Knöpfen. Das haut nicht so ganz hin. Irgendwie darüber. Das heißt, wir laufen, denke ich mal, da. So am Wasser entlang. An der Küste. Na, Küste ist auch falsch. Uah. So, kurz kriechen, dass wir da durch können. So. Dab, 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 dab. Was hier glumpert herumliegt. Wie kommt hier ein Delfin her? Bei so einem Wasser. Delfin. Kommt halt her. Der hat sich verschwommen. Wollte nur nach dem Weg fragen und dann hat man das schon, ne? Dann ist es soweit. Dann wird man einfach mal aufgefressen. So ist der Lauf der Dinge. Das ist die Natur. Oh, Servus. Servus. Ich würde sagen, da. Nichts erwischt. Aber jetzt vielleicht. Ist da hinten gerade ein Ghoul? Na, alles Fallensteller. Jo. Hopsa, wieder zu viel gelootet. Na nü, wo ist er hin? Naja. Perfekt. So, wo lang? Was? Malcolm mittendrin? Du hast die Trotter erledigt. Alle tot. Der Nebel ist ruhig. Das Land gehört wieder mir. Als Dank kannst du gehen, bevor ich wieder jagen und töten muss. Wer bist du? Hier, um Sägewerk in Besitz zu nehmen, Land abgeben, ich gehe. Wer bist denn du? Mein Name ist Malcolm. Malcolm. Mir gehört das Land. Der Nebel kam und ich blieb. Ich atmete ihn tief ein, schloss meinen Frieden mit ihm. Okay, da hat einer an der Klatsche. Das Land gehört bereits jemandem. Einige aus Pahama möchten hier siedeln. Vielleicht könntest du ja was abgeben. Abgeben? Das ist mein Land. Die Fremden sollen wegbleiben. Oder, lass sie kommen. Schick sie mir. Schick sie mir alle. Und dann jag ich sie. Nehm mir ihre Ausrüstung, zerteil das Fleisch. Den Rest kriegt der Nebel. Wie sieht's aus? Ich hab Kronkorken. Es soll dein Schaden nicht sein. Hast du einen Dachschaden? Willst du sie essen? Behalt dein Land. Kronkorken nehmen. Läuft nicht. Willst du sie essen? Im Nebel wird der Bauch schnell leer. Die sind Fleisch. Du bist Fleisch. Wir alle sind es. Behalt dein Land. Kronkorken nehmen. Läuft nicht. Na, das läuft so nicht. Dann bringst du mir nichts. Alter Freck. Ist ja nicht zu glauben, sowas, oder? Hast du schon. Was mache ich denn? Nein, alles will ich nicht nehmen. Das und maximal das noch. Und das. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja. Das ist ein guter Vorschlag. Was sind denn das bitte für... Was? Schon wieder... Die Äder macht einen schwach. Ist das jetzt endlich mal... Was ist das hier? Eine Mühle. Erstmal weg. Ich bin da leicht. Äh
Ein leuchtender Bär ist da hinten. Okay. Na toll. Ich will die Punkte haben, weißt du? So, passt. Wer ist noch? Da oben. Warte, dann gehen wir halt. Au! Wie komme ich da jetzt rauf? Hier irgendwie. Ja. Au! Du blöder Krüppel. So. Der ist auch mal erledigt. Das ist sie unglaublich, ne? Da gibt es noch jemanden. Tatsächlich. Einen schönen Schnauzer hast, aber der hilft dir jetzt leider nicht viel. Alter. Kryokampfrüstung, rechtes Bein. Alle 20 Sekunden eine Chance von 10% Nahkampfangreifer einzufrieren. Das ist halt auch eine feine Geschichte. Ein Fatman, natürlich. Ich kann eh schon so viel tragen, ne? Ah, geilo. Edda, ich brauche die Schüler, meine Gute. Reflexkondensator. Okay, da habe ich, glaube ich, irgendwas zuvor schnell und zuvoreilig hier, ja. Was haben wir da? Scheinwerfersteuerung. Ja, die können wir gerne ausmachen. Licht ausschalten, ja bitte. Gut, passt. Was haben wir hier noch? Ein verbranntes Buch. Da hat er sicher nur schwarz gelesen. So, ich hüpfe da mal runter. Wuschi. Wusch. Ja. Arme Sau hier. Wie hast du das mit Bären gemacht, Edda? Na, alles gut. Bitte, du musst mir nur schleppen helfen. Mehr verlange ich nicht. Bitte, Schatz, jetzt redet sie mich wieder mit du an, ne? Da soll mal einer schlau draus werden. Naja. So, das kommt alles weg. 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 Ah, Edda ist schon voll wieder. Okay. Jö. Ich wollte eigentlich zum Sägewerk. Und bin gerade irritiert, wo das jetzt ist. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Darunter noch ein Stück. Sägewerk. Ja, ich bin auch so ein Sägewerk. Die Sägemühle habe ich ja schon da oben. Da muss ich hin, ich Depp. Nein. Also denke ich mal darüber. Das müsste sein. Dann haben wir es eh schon gleich geschafft. So. So, immer schön darüber. Ja, ja. Ein leuchtendes Bärli. Naja. Aber wie hat Edda denn jetzt gepult? Das würde mich interessieren. So, sind wir schon da? Naja, zumindest lang kann es nicht mehr dauern, ne? Maya Lurks. Ja, vom Panzer schießen ist ganz schlau. So, nein, nicht auf den Panzer, auf den Torso schon. Sehr gut. Edda? So, schön in den Rücken rein. Mua. Ja, ja, nipp und ab, du Viech. So. Perfekt. Da haben wir schon mal den ersten von drei Panzern. So. Dann denke ich mal, wir gehen darüber, ne? Oh, Madonna. Gut, der ist fertig. Hat der Meyerlock-Panzer jetzt auch gezählt? Ja. Hat er glatt. Da oben ist noch einer. Ich habe ihn erwischt. Ich hoffe, er kommt her.
Ja, schaut gut aus. Nein, nein, das haben wir nicht. Was? Oh. Au. Entschuldigung. Nehmen wir alles mit natürlich. 3 von 3. Sehr fein. Sammle 4 von 3 haben wir schon. Okay. Das ist dann schon mal einer zu viel. Aber das Kraut wollte ich noch mitnehmen. Und eigentlich den Ort hier entdecken. Okay, das war nicht so schlau. Von da drüben kommen wir rauf. Wow! Ja, ja. Das heißt, wenn Könige hier gibt, gibt es auch eine Königin. Das ist natürlich jetzt scheiße. Aber die wichtige Frage ist, haben wir sie entdeckt? Ja, das heißt, wir können jederzeit hier zurück. Das ist gut. Wir werden jetzt aber hier nicht weiter aufräumen. Wir werden zurück nach Far Harbor reisen und die Quests mal abgeben. Vielleicht kriegen wir schon das nächste Level up. Boah, das geht hier echt flott, muss ich sagen. Jetzt sind wir schon wieder kurz vorm Level up. Das ist echt nicht schlecht. Bin ich sehr begeistert. Vielleicht ist es gar nicht mal so übertrieben erwähnt gewesen, Level 70 oder so zu erreichen. Vielleicht sogar Level 80. Wahrscheinlich stehen wir bei Level 100 an, kann ich mir vorstellen. Bau, 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 bau. So, ja. So. Arcadia ohne Longfellow zu erreichen. Tja, das ist schon was. Ne? Ich bin gar nicht mal so schlecht. So, liebe Seefahrerin. Ich habe deine Meierlandpanzer. Drecksarbeit. Aber es lohnt sich. Endlich. Alles, was an das Dock geschweißt, geklebt oder gehämmert werden kann, ist da. Hör mal. Es tut mir leid, dass ich wegen meiner Krankheit so heftig reagiert habe. Ich bin nicht gewohnt, darüber zu reden. Mir bricht alles auseinander. So viele Tote durch den Nebel, die Krabben, was auch immer. Und ich frage mich, wie viele Wochen mir noch bleiben. 3, 4, 2. Schmerzen? Nutze die Zeit weise. Lass es ruhig angehen. Halte mich daraus. Na, hast du Schmerzen? Habe ich was, um die meisten Symptome zu lindern. Es ist schwierig, alles unter Kontrolle zu halten. Ich habe nicht mehr so viel Energie wie früher. Und es wird noch schlimmer. Wahrscheinlich hat sie Krebs, ne? Nutze die Zeit weise. Lass es ruhig angehen. Halte mich daraus. Ruhig angehen? Ich weiß es nicht. Wenn sie so viel vorhat, ne? Ich weiß nicht, ob das ein guter Ratschlag ist. Nutze die Zeit weise. Minute würdigen. Nichts außen vor lassen. Es ist schwer. Was mir Freude gemacht hat, schmeckt nur noch bitter. Ich weiß noch, wie es früher war, vor der Nachricht. War ich ganz nah dran, alle von meinen Docks runterzuschmeißen. Aber danach? Warum sollte ich mein Land verteidigen? Lass sie nur kommen. Und wenn ich jetzt sehe, wie sie sich streiten, statt auch nur einen Finger krumm zu machen, merken sie nicht, dass die Zankereien um Kleinigkeiten nur Zeitverschwendung sind? Ja, das ist denen in dem Moment nicht wichtig, ne? Wie Dinge verbessern. Nicht nur schwarz und weiß. Eine Gemeinschaft hält zusammen. Schütz deine Interessen. Wie Dinge verbessern. Die Dinge zu verbessern. Ich dachte mir, alle sollen mein Land haben. Wir haben ja lange genug alleine gelebt. Gemeinschaftlicher Landbesitz könnte zu einer richtigen Gemeinschaft führen. Selbst wenn man sie dazu zwingen müsste. Nicht nur schwarz und weiß. Eine Gemeinschaft hält zusammen, denke ich auch. Eine Gemeinschaft zusammenhalten. Ich dachte, der Captain wäre ein idealistischer Dummkopf. Aber jetzt, nachdem ich die Panzer eingebaut habe, möchte ich noch eine letzte Sache erledigen. Du warst ein echter Freund. Wenn du dich bis zum Schluss darum kümmern könntest. Tja, ich muss jetzt an die Arbeit. Sicher, Verteidiger Harpunenkanone. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Das ist aber nicht schlecht. Ich hätte gern mehr Harpunen, ehrlich gesagt. Die Waffen sind schon gar ganz schnuckelig, ne? Sie tut mir irgendwie leid. Aber ja,
jammern, dass ich hier was mache. Das ist so, ne? Schützt eure Liebsten und die besten Waffen ein. So, wen dürfen wir jetzt noch schnell helfen? Bevor wir die anderen abgeben. So. Genau, die Frau Bürgermeisterin, ne? Die müsste. Na nü. Ist sie noch da oben? Wo ist die Frau Bürgermeisterin? Also der Captain halt, ne? Ich sag Bürgermeisterin, das ist irgendwie ein niedlicher Titel. Ah, da liegt sie. Hallo. Funktionieren wieder. Die Aussage, die reißt sie aus dem Schlaf, wirklich wahr. Gut, unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie lange wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Ja, hat der Angehörige. Hat es nicht geschafft. Der Mann ist ein Held. Meyer-Lurk-Futter. Ja, der Mann ist ein Held. Saturn reparieren wollte. Der Mann ist ein Held. Ja, das ist er. Ich sorge dafür, dass er so in Erinnerung bleibt. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Mehr Geld verlangen? Sollen wir es riskieren? Ich kann dir helfen, wenn du nicht angemessen bezahlen willst. Da hast du wohl recht. Ich könnte ein bisschen mehr springen lassen. Sagen ich bin so ein Arsch. 250 Kronkorken. Danke, das reicht. Danke. Danke. Schön, dass ich helfen konnte. Dann sind wir ja schon zwei. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen, also verabschiede ich mich. Avery. Ich hoffe, Harbour behandelt dich gut. Okay. Nichts weiter sonst. Alles klar. Ich will immer falsch raushüpfen, ne? Ich gehe mir im Kreis, was mir nichts bringt. So. Dann können wir jetzt den anderen beiden helfen, ne? Mitch und die kleine Bertha. Warte, wir gehen gleich rundherum, dann brauchen wir... Ups, dann brauchen wir die Tür nicht aufmachen. Ich habe das Sägewerk für euch. Hallo, Bertha. Wir müssen zum Captain. Wir brauchen dich hier. Hier, die Bezahlung. Mir egal, ob du sie willst. Die Leute verlassen weiter die Insel. Aber jetzt, wo es ganz ist, werden sie zurückkommen. Meine Freunde haben schon alle informiert. Wir werden zurückkommen. Du wirst schon sehen. Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht mehr. Kauf meine Waffe. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Hier vielleicht zuerst bei mir schon so, ne? Ja, und jetzt? Entschuldigung, Ma'am? Wir haben keine Zeit für dich, Kleine. Der Festlandbewohner hat die Sägemühle am Echo Lake gesäubert. Wozu brauchen wir den Captain? Die Sägemühle ist sicher. Auf Bertha hören. Ohne Belohnung. Die Sägemühle ist sicher, ne? Die Sägemühle ist sicher. Vorerst zumindest. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen von den Docks runter, Captain. Wenn du uns ein paar der Arcadia-Nebelkondensatoren gibst, können meine Freunde die Sägemühle besiedeln. Zum Überleben gehört mehr als den Nebel zu bändigen. Wir müssen zusammenbleiben, Bertha. Aber hier ist es nicht gut. Harbor-Bewohner brauchen eigenes Land zum Beschützen und Besitzen. Ich habe mich in dir getäuscht. Was? Nicht du. Du. Bertha kennt diese Insel besser als du, Avery. Wenn wir den Leuten ein paar Kondensatoren, Material und eine Chance geben, eine Verteidigung zu errichten, dann überleben wir. Dann wird es uns sogar gut gehen. Kann das funktionieren? Kleiner Preis für eine Chance. Ich helfe auch. Insel ist zu gefährlich. Na, wir helfen auf jeden Fall. Wirklich? Dann steigen ihre Chancen sogar. Gib ihnen die Nebelkondensatoren, Avery. Nun, ich halte dich nicht auf. Aber bis die Sache mit den Kindern des Atoms geklärt ist, ist es riskant, die Insel wieder zu besiedeln. Komm, Bertha. Du solltest mal in Echo Lake vorbeischauen. Berthas Freunde würden sich zweifelsohne freuen. Und nimm das hier. Du überrascht mich immer wieder. Danke. Den Nebel zurückdrängen. Und? Ach schade, fast ein Wub-Wub-Wub. Aber werden wir bald hinbekommen. Spätestens jetzt dann, wo wir mit Mitch reden. So. Dann auf zu Mitch. Jo. Jo, 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 jo. Der wird sich bestimmt jetzt auch freuen, dass sein Onkel wieder da ist. Hoffe ich halt. Danke, dass du Mitch geholfen hast.
Nichts zu danken. Wo ist er denn eigentlich? Sie hat es geschafft. Was? Mich aus meinem Zuhause verjagt? Wir sollten sie in den Hafen werfen. Nicht dankbar? Job erledigt. Dein Leben gerettet. Nervensäge. Nicht dankbar? Du siehst deinen Jungen wieder. Schon gut, die Familie mal wiederzusehen. Er schreibt nie und kommt nie zu Besuch. Da. Ich. Mitch, fehlen die Worte. Ruhe. Ich schulde dir was. Danke. Yeah, wup, 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 Level up. Supi. diese Worte waren jetzt gerade sehr, sehr schwer für ihn. Ja. Großartig. Das heißt, wir schauen uns dann gleich die nächste Quest an. Mir macht die Insel total Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das läuft wie geschnitten Brot. Sprich mit Captain Avery. Avery. Die war doch gerade... Ah, da ist sie. Aber ist sicher. Hä? Na, Seefahrerin. Willst du manchmal irgendwas Verrücktes machen? Aber Vernunft und Verstand halten dich davon ab? Oh ja. Was? Klarer Verstand? Ich? Nö, hab ich nicht. Auf Logik verlassen? Auf Nummer sicher gehen. Die verrücktesten Ideen sind oft die besten. Klarer Verstand frei zeigen? Boah, ist das gemein. Eigentlich sind die verrücktesten Ideen manchmal gar nicht so schlecht. Sind oft die besten. Das Glück ist mit den Tapferen und den Labilen, richtig? Das erzähle ich keinem anderen Festlandbewohner. Also hör zu, der Rote Tod. Viele haben von ihm gehört. Das riesige Monster lebt im Meer und schlägt nur bei dichtem Nebel zu. Die Leute halten das für Seemannsgarn. Aber bei Nebel fährt hier niemand raus. Sie spüren in ihren Knochen, dass da draußen etwas ist. Okay. Beweise für die Existenz. Es gibt den Roten Tod wirklich. Ich glaube dir. Totaler Unsinn. Es gibt den Roten Tod wohl wirklich. Du bist unvoreingenommen. Gut. Jetzt, da meine Aufgabe hier erledigt ist und ich jemanden wie dich kennengelernt habe, ich will diesem elenden Schrecken ein Ende bereiten. Er hat über die Jahre dutzende Boote ins Verderben gerissen. Ich will den Roten Tod jagen. Bist du dabei? Jagd angehen? Was springt für mich raus? Nö, bin dabei. Auf jeden Fall sind wir dabei. Nimm sämtliche tödlichen Waffen mit, die du besitzt. Wir treffen uns an den Docks. Du nimmst dein Boot, ich nehme meins. Das wird unser Können extrem auf die Probe stellen. Ich glaube, die gute Edda, ne, die hat, glaube ich, hätte da was einlagern können. Köderladen, alles, was du brauchst. Die Edda, ne, die, ich lade das mal da rein. Die hat eh ein paar Zeugs dabei, ein paar Sachen dabei, das wird, denke ich, schon hinhauen. Wir sind ja auch nicht so schlecht aufgestellt, die Harpune haben wir auch. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine Waffen. Ich gebe mir Mühe. So, wir speichern das Ganze natürlich wieder mal. Der Part ist eigentlich auch zu Ende. Warte, ich schaue noch mal ganz kurz. Mal schnell speichern, weil wir haben viel erreicht. Ich schaue nur ganz kurz, wo wir denn dahin müssen. Also eh nur auf Schiff, ne? Mit Überlänge. Unglaublich, dass alle verloren schienen, bevor du kamst. Aber jetzt haben wir uns Siedlungen zurückgeholt. Die Leute kommen zusammen. Und das alles... alles nur deinetwegen. Ja, frischer Wind in die Bude, ne? Bescheiden sein, gern geschehen, Freunden helfen. Ihr zahlt gut dafür. bescheiden sein. Das ist viel zu viel. Bescheiden sein. Wohl kaum. Was du getan hast, unter anderem der Kapitänstanz, verlass dich drauf. Von dir wird man sich noch lang erzählen. Meine Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, die haben bestimmt nicht mitbekommen, dass du uns gerettet hast. Was ich dir auch gebe oder für dich tue, es reicht nicht. Aber nimm das und danke. Moin. Rettungstaucheranzug. Der Träger erhält die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen, sowie Schutz vor Strahlung. Das ist sehr nett, ha? Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Das heißt mein Boot, ne? Das heißt, Quest rauspacken. Die große Jagd.
So. Aber das machen wir erst im nächsten Part, weil wir sind schon wieder bei 40 Minütchen. Wir brauchen dich. Bitte, komm zurück. Der Rumpf ist stark. Und ein Gewehr mehr ändert da auch nichts. Festlandbewohner, wenn es den roten Tod gibt, dürfen wir nicht euch beide verlieren. Wirklich gefährlich? Warnung angenommen. Mach mir keine Angst. Ich habe Zweifel. Warnung angenommen. Glaubst du wirklich? Wirklich? Ist gefährlich? Ab und zu geht irgendein Dummkopf auf die Jagd nach dem roten Tod. Manchmal kommen sie mit leeren Händen zurück, aber oft hört man auch gar nichts mehr von ihnen. Bei der Jagd auf den roten Tod sind nicht nur Betrunkene draufgegangen, sondern auch unsere besten Männer und Frauen. Bitte, wirf dein Leben nicht weg. Wir machen das Viech platt. Warnung angenommen. Da kann ich dir nur viel Glück wünschen. Wir machen das Viech platt. Ed ist auch mit dabei. Aber nicht mehr heute, das machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.